Hier ist Aufgekreuzt, der Podcast von katholisch.de mit Geschichten und Hintergründen aus Kirche und Religion. Ich bin Christoph Paul Hartmann. Schön, dass Sie dabei sind. In der Welt, da gibt es Ungerechtigkeit und Armut. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Wie aber reagiert die Kirche darauf? Sie kann auf der einen Seite die Menschen aufs Himmelreich vertrösten, was sie in der Geschichte auch immer wieder gemacht hat. Das hat oft zu Kritik geführt, nicht ganz unberechtigt. Der prominenteste war da sicher Karl Marx. Aber die Kirche kann sich auch einmischen. Das tut zum Beispiel seit den 1960er Jahren die Bewegung der Befreiungstheologie in Lateinamerika. Und das oft gegen Widerstände, das geht bis zu Ermordungen. An diesem Beispiel, da wollen wir uns heute mal angucken in dieser Folge, wie denn eine zupackende Theologie aussehen kann, die sich mit den Bedürfnissen der Menschen auseinandersetzt und was es da für Gegenwind gibt. Die Befreiungstheologie, unser Thema jetzt. Dem brasilianischen Bischof Elder Câmara wird die Aussage zugeschrieben: Wenn ich den Armen zu essen gebe, nennen sie mich einen Heiligen. Aber wenn ich frage, warum die Armen nichts zu essen haben, schimpfen sie mich einen Kommunisten. Das Zitat zeigt es. Die Befreiungstheologie, die entstand nicht aus dem Nichts, sondern hat ganz konkrete Ursachen. Welche das sind, darüber spreche ich mit dem Theologen Stefan Silber, der unter anderem seit vielen Jahren die Plattform Theologie der Befreiung betreibt. Herr Silber, was war denn da damals los in den lateinamerikanischen Ländern? Ja, damals dasselbe wie heute auch. Gesellschaftliche Situationen von großer Ungerechtigkeit, von Armut, Hunger, Krankheit, aber auch von Gewalt. Also vor allen Dingen damals in den 60er, 70er Jahren staatliche, militärische Gewalt gegen die Zivilbevölkerung. Politische Unzufriedenheit, weil keine Demokratie herrschte, die Menschen konnten nicht mitbestimmen. Und Ungerechtigkeit und Gewalt, Hunger finden wir auch heute noch in Lateinamerika. Also insofern brauchen wir gar nicht so groß, um damals und heute zu unterscheiden. Jetzt kommt ja dann die Theologie der Befreiung, die ja die Menschen von diesen Dingen befreien will, ja auch mit der Option für die Armen. Das ist ja ein zentraler Begriff. Was ist damit gemeint? Die Option für die Armen ist zunächst einmal wörtlich aus dem Spanischen, Portugiesischen übersetzt. Der Begriff Option ist im Deutschen nicht so selbsterklärend, wie es in den Sprachen ist. Es geht also um eine bewusste Entscheidung. Eine Entscheidung, die einen auch in die Pflicht nimmt, die man eben trifft, ganz bestimmte Absicht auszudrücken. Also sich auf die Seite von jemandem zu stellen oder sich zu jemandem zu platzieren. Möglicherweise eben sich auch zwischen zwei Alternativen zu entscheiden. Also man hat damals in den ersten Jahren der Theologie der Befreiung oftmals eben argumentiert, ähnlich wie das damals Desmond Tutu in Südafrika getan hat, in Situationen von Ungerechtigkeit kann man nicht neutral bleiben, man muss sich entscheiden. Und wer eben vorgibt, neutral zu sein und sich nicht zu entscheiden, sondern für alle da zu sein, der gibt sich mit dem Status quo ab und der ist gegen die Unterdrückten und für die Unterdrücker, auch wenn er es nicht zugibt. Insofern drückt eben diese Option aus, dass man sich eben in Situationen der Ungerechtigkeit auf die Seite derer schlägt, die diese Situationen erleiden. Jetzt gibt es ja tatsächlich auch ein Buch von Gustavo Gutierrez, das Theologie der Befreiung heißt. Und es gibt also auch in irgendeiner Form auch Schriftmaterial, sage ich mal. Wenn wir das jetzt alles so ein bisschen angerissen haben, es gibt Armut und Ungerechtigkeit und die Kirche will sich auf die Seite dieser Armen und, sagen wir mal, ungerecht Behandelten schlagen. Wie soll das denn funktionieren? Was heißt Theologie der Befreiung? Gibt es da so ein großes, übergeordnetes Konzept? Ja und nein. Also es gibt ein großes, übergeordnetes Konzept, aber ein sehr vielfältiges und vielschichtiges. Eigentlich müsste man von vielen übergeordneten Konzepten sprechen. Zunächst einmal, Gustavo Gutierrez ist damals noch Diözesanpriester gewesen in Lima, inzwischen Ordenspriester im Dominikanerorden. Und der hat dieses Buch geschrieben als Ausdruck der Überlegung, dass die Theologie eben sich mit solchen
Phänomenen, mit solchen Situationen der Ungerechtigkeit tatsächlich eben als Theologie auseinandersetzen muss. Also dass das nicht nur eine ethische Frage ist, wie sollen sich jetzt Christinnen und Christen verhalten angesichts der Ungerechtigkeit, sondern diese Rückfrage an die Theologie, was bedeutet das denn von unserem Glauben ausgesagt und was hat das für Rückwirkungen auf unseren Glauben und auf die Art und Weise, wie wir unseren Glauben formulieren und zum Ausdruck bringen. Und ganz streng gesprochen, Theologie als Lehre von Gott, was sagt es auch über unsere Lehre von Gott, wenn in der von Gott geschaffenen Welt solche Ungerechtigkeiten bestehen? Also was ist die Ansicht Gottes darüber, könnte man jetzt theologisch formulieren. Und das sind die Anliegen der Theologie der Befreiung, eben nicht nur Handlungsoptionen vorzugeben, wie man sich verhalten sollte, vielleicht über Almosen oder so, wie das in der Tradition der Kirche durchaus ja auch positiv gesehen wurde, sondern eben auch theologisch. Also was bedeutet das für unseren Glauben, für unsere Hoffnung, für unsere Liebe als Christinnen und Christen, wenn wir uns in solchen Situationen der Ungerechtigkeit wiederfinden? Und welche Antworten findet die Theologie der Befreiung? Da ist eben dann dieses Stichwort der Befreiung. Also Gott wird als ein Befreier gesehen, ähnlich wie er im Alten Bund, im Volk Israel, als derjenige gesehen wird, der das Volk aus Ägypten befreit hat, aus dem Exil befreit hat und immer eben Lebensprojekte gefördert hat, damit das Volk Israel eben in Frieden, in Gerechtigkeit, in sozialer Ausgewogenheit leben kann. Und ähnlich hat man gesagt, muss auch der Gott Jesu Christi gesehen werden. Er ist ja derselbe Gott des Alten Bundes. Und Jesus hat auch jemanden, also einen Gott verkündet, der sich darin offenbart, dass wir unsere Nächsten lieben. Und Nächstenliebe heißt eben konkret auch, sich politisch, sich wirtschaftlich für die Befreiung von unterdrückten Menschen einzusetzen, beziehungsweise mit diesen Menschen selber daran zu arbeiten, dass sie frei werden können. Welche Folgen hatte das denn in der Praxis? In der Praxis hat das eine starke Hinwendung von vielen Hauptamtlichen in der Kirche, also damals vor allen Dingen Priester und Ordensleute, hin zu den Armen bewirkt. Und zwar ganz konkret in ihren Pfarreien vor Ort oder eben in anderen Stadtvierteln ihrer Großstadt, dass die dann auch weggegangen sind aus dem Stadtzentrum an den Stadtrand, haben dort neue Pfarreien gegründet, um ganz nah bei den Menschen zu sein, die eben hier als Arme gelten und mit denen zusammen versuchen, Wege der Befreiung zu gehen. Damals hat man sehr stark auf Basisgemeinden gesetzt. Das heißt, Menschen in ihren Nachbarschaften, also in ihren Straßenzügen, in ihren Stadtvierteln oder auf dem Land, in ihren Dörfern zusammenzuführen und mit ihnen gemeinsam anhand der Bibel oder anhand des Sonntagsevangeliums zum Beispiel über ihren Glauben zu sprechen. Und eben nicht nur über den Glauben zu sprechen, sondern auch über die Alltagsfragen, die sie bewegen und sich zu überlegen, was bedeutet denn der Glaube in so einem Alltag, in dem es um Hunger, Durst, Krankheit, Gewalt geht. Wie kann da der Glaube hilfreich zur Seite stehen? Und daraus haben sich sehr unterschiedliche, ganz praktische Folgen ergeben. Also manche haben sich dann eben vor Ort kommunalpolitisch engagiert und für Gesundheitsversorgung oder für Wasserversorgung oder so sich eingesetzt. Und andere haben durchaus eben auch die größeren politischen Zusammenhänge in den Blick genommen und sich mit landesweiten Gewerkschaften oder Volksbewegungen irgendwie vernetzt, um dort eben stärker auch auf Landesebene oder auf kontinentaler Ebene für Gerechtigkeit einzutreten. Das gab ja auch ganz schön Ärger zum Teil. Also viele dieser Theologen mussten sich ja auch den Vorwurf anhören, sie wären jetzt auf einmal Marxisten. Dann gab es Ärger mit Rom, es wurden ja auch Leute entmachtet. Dann im schlimmsten Fall wurden ja auch einige führende Vertreter der Theologie der Befreiung ermordet. Bekanntestes Beispiel ist bestimmt Oscar Romero, Erzbischof von San Salvador. Welches auch politisches Sprengpotenzial hatte denn diese Bewegung? Ein sehr hohes natürlich, weil das Klima damals bis Ende der 80er Jahre natürlich vom Kalten Krieg dominiert war und in Lateinamerika die Doktrin der Vereinigten Staaten gegolten hat. In unserem sogenannten Hinterhof, in Anführungszeichen, darf es keinen Kommunismus geben. Also da gab es natürlich zwei sozialistisch regierte Staaten, Kuba und Nicaragua, das war schon schlimm genug und alles andere hat man versucht eben mit
ja, man muss schon richtig sagen, mit großer Gewalt zu verhindern, eben auch mit staatlicher Gewalt gegen Andersdenkende. Der Einsatz für Gerechtigkeit wurde in vielen Ländern zu vielen Zeiten, das war auch jetzt nicht andauernd so, aber immer wieder mal einfach, jeder Einsatz für Gerechtigkeit wurde verdächtigt, marxistisch gelenkt zu sein. Und dann, dass das nicht, also dass auch Priester und Theologen, die das aus ihrem Glauben heraus fordern, gar nicht irgendwie selber denken, sondern alle irgendwie aus Moskau oder aus Havanna ferngesteuert sind. Also in diesem globalen Weltklima des Kalten Krieges war es manchmal einfach auch eine kirchenpolitische Waffe, gegnerischen Theologen zu unterstellen, sie seien Marxisten oder vom Marxismus beeinflusst. Und dadurch eben Menschen auch körperlich in Gefahr zu bringen. Die wurden in vielen Ländern Lateinamerikas dann gefoltert oder exiliert oder eben auch umgebracht. Und dadurch dachten eben manche in der Kirche, gut, mit so einem Vorwurf kann man eben eine ungeliebte theologische Strömung mundtot machen oder man kann sie zumindest so weit beschädigen, dass sie diese innerkirchlichen Konsequenzen, die man befürchtet hat, nicht mehr weiter nach sich zieht. Kann man denn, also wir sprechen jetzt mal so Zeit Ende der 60er und so die zwei Jahrzehnte darauf, kann man denn dann tatsächlich auch eine Wirkung der Theologie der Befreiung feststellen? Das ist immer wieder umstritten. Ich würde sagen, auf jeden Fall. Und man kann sie eigentlich sogar bis in die Gegenwart feststellen, also bis in den Vatikan hinein, weil der Papst selbst jetzt kein Befreiungstheologe ist, aber in vielen Dingen, die er schreibt und sagt und lehrt und predigt, aber auch wie er handelt, ganz offensichtlich eben von dieser Denkweise beeinflusst ist. Das ist jetzt nicht völlig unkritisch oder was alles übernommen hat, aber Papst Franziskus ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Theologie der Befreiung tatsächlich Auswirkungen gehabt hat. Aber es gab durchaus auch politische Bewegungen in vielen lateinamerikanischen Ländern, die sich eben das Gedankengut der Befreiungstheologie in der einen oder anderen Weise zu eigen gemacht haben oder Allianzen eingegangen sind mit kirchlichen Bewegungen und dadurch auch punktuell für größere soziale Gerechtigkeit sorgen konnten. Sagt Stefan Silber. Sie wollten schon immer mal etwas über diesen Theologen, jene kirchliche Bewegung oder auch ein ganz anderes Thema aus Kirche und Religion wissen? Dann schreiben Sie uns. Schicken Sie uns Ihre Themen und Fragen. Vielleicht machen wir dazu ja bald den nächsten Podcast. Am besten einfach per Mail an aufgekreuzt@katholisch.de. Zurück zur Befreiungstheologie und ihrer Wirkung bis in die Gegenwart. In seinem Werk Theologie der Befreiung schreibt Gustavo Gutierrez: In der Bibel ist Armut ein skandalöser Zustand, der die Menschenwürde verletzt und daher dem Willen Gottes widerspricht. Mehr als 50 Jahre ist es nun her, dass das Buch von Gustavo Gutierrez, Theologie der Befreiung, erschienen ist. Herr Silber, in den letzten 50 Jahren, wie hat sich denn auch die Befreiungstheologie weiterentwickelt? Es gab eine oder mehrere große Krisen in der Befreiungstheologie. Die erste war sicherlich die zweite Hälfte der 80er Jahre und der Anfang der 90er. Also die immer stärker werdende Benachteiligung der Befreiungstheologie durch den Vatikan und durch andere kirchliche Behörden, durchaus auch in Lateinamerika selber einerseits und das Ende des Kalten Krieges andererseits. Das waren zwei kritische Momente für die Befreiungstheologie. Also das Ende des Kalten Krieges deshalb, weil in Lateinamerika dann sehr viele Menschen außerhalb der Kirche und dann auch in der Kirche selbst die Hoffnung auf eine sozialistische Umgestaltung der Gesellschaft aufgegeben haben. Und gesagt haben, okay, also das mit dem Sozialismus, das hat sich nicht bewährt, das hat nicht funktioniert und das wird auch in Zukunft nicht funktionieren. Und nachdem die Theologie der Befreiung ja ganz stark eben auch auf eine Umgestaltung der Gesellschaft gesetzt hat, auch wenn man sie jetzt nicht sozialistisch bezeichnet hat, gab es da eben eine gemeinsame Krisenzeit. In der Zeit haben andere
Bewegungen in der Kirche in Lateinamerika diesen Impuls, diese Fragestellungen aufgenommen und aus dem ursprünglichen Themenbereich der Befreiungstheologie heraus erweitert. Also da in der Zeit in den 90er Jahren waren das vor allen Dingen die feministische Theologie und die indigene Theologie, bisschen beginnend auch schon so eine afroamerikanische Theologie. Das heißt, Fragen der Ungerechtigkeit und der Ungleichheit unter Menschen, auch in der Kirche, jetzt eher auf der Ebene des Geschlechtes oder auf der Ebene der kulturellen Herkunft. Und dazu kam 1992 die Erinnerung an die 500 Jahre der Eroberung Lateinamerikas. Das wurde teilweise eben groß gefeiert auf dem Kontinent, teilweise sehr kritisch begangen. Und das war auch außerhalb der Kirche ein bedeutendes Jahr für indigene Bewegungen in Lateinamerika. Und die indigene Theologie, die damals gerade so am Entstehen war, hat auch dadurch, durch dieses Jubiläum kann man nicht sagen, durch dieses Erinnerungsjahr, einen ungeheuren Impuls gewonnen. Und daraus ausgehend haben sich dann zunächst mal in den 90er Jahren nochmal unterschiedliche Schwerpunkte in der Theologie der Befreiung herausgebildet, zu unterschiedlichen Themenbereichen, also eben zur besonderen Unterdrückungslage von Frauen, von AfroamerikanerInnen, von indigenen Menschen, von Menschen mit Immigrationszusammenhängen, Fragen der Gewalt und andere Themen, die in dieser Zeit aufgekommen sind. Und etwa seit 20 Jahren beobachte ich, dass die Theologie der Befreiung sich unter einem, sollen wir sagen, weiter gewordenen Dach wieder versucht, eben als gemeinsame Bewegung zu sammeln und dass man eben feministische und indigene und Theologie der Befreiung nicht mehr gegeneinander setzt, wie das teilweise in den 90ern der Fall war, sondern als unterschiedliche Schwerpunkte, unterschiedliche Aspekte einer großen, breiten Bewegung, die sich eben um Gerechtigkeit, um sozialen Ausgleich und um ein friedliches, gedeihliches Miteinander der Menschen auch in der Kirche und auch mit der Unterstützung der Kirche einsetzt. Wie sehr empfinden sich denn auch die einzelnen Akteure heute noch als Teil eines großen Ganzen? Mir ist vor einigen Jahren aufgefallen, dass ich immer häufiger das Stichwort lese, lateinamerikanische Theologie. Ich habe eine Weile gefragt, ob das eigentlich was anderes ist als Theologie der Befreiung. Und teilweise ist es auch einfach nur eine geografische Herkunftsbezeichnung. Aber teilweise ist es auch so eine Chiffre für dieses größer gewordene und differenzierter gewordene Ganze. Also es fehlt so ein bisschen die qualitative Kennzeichnung, das was früher eben das Stichwort Befreiung war, und wird so durch eine geografische Bezeichnung ersetzt. Aber die Grundausrichtung ist eben immer noch ähnlich, wird aber sehr viel differenzierter und vielschichtiger. Und da habe ich schon das Gefühl, viele Menschen fühlen sich da zugehörig, melden dann schon ihre Eigenständigkeit und auch manchmal ihre Unterschiede an oder sagen, das, was der und der macht, das gefällt mir nicht. Aber das ist ja auch völlig normal. Und aber so als eine Bewegung, die die Theologie eines Kontinentes verselbstständigt hat und mit der man sich auch in der Hinsicht identifiziert, als es einen eben von Europa und von Nordamerika unterscheidet, das finde ich, ist auch zu beobachten. Also deswegen ist diese Bezeichnung lateinamerikanische Theologie in der Gegenwart auch etwas, was man eben oftmals in einem sehr positiv wertenden Sinn liest, also lateinamerikanische TheologInnen über sich selber. Das wäre natürlich jetzt auch die nächste Frage. Wir sprechen jetzt über eine theologische Bewegung, die ja in Lateinamerika auf lateinamerikanische Verhältnisse reagiert hat. Aber es wäre natürlich jetzt auch naiv zu sagen, Ungerechtigkeit und Armut gäbe es in anderen Teilen der Erde, wie zum Beispiel in Europa, nicht. Gibt es denn aus der Theologie der Befreiung oder aus der lateinamerikanischen Theologie, wie auch immer man es jetzt nennen möchte, auch Impulse für Europa? Ja, auf jeden Fall. Die hat es auch die letzten 50 Jahre immer gegeben. Bis Ende der 80er Jahre hat es ja auch eine starke Welle, Bewegung, eine Menge von Publikationen in deutscher Sprache gegeben, sehr viele Übersetzungen aus diesen allerersten beiden Generationen der Theologie der Befreiung.
Das hat dann leider nachgelassen, weil die deutschen Verlage dann irgendwie meinten, sie könnten damit kein Geld mehr machen. Aber es gibt nach wie vor Bewegungen der Rezeption der Theologie der Befreiung. Es gibt einzelne Theologinnen und Theologen und auch ja kleinere Bewegungen von Menschen, die sich eben darum bemühen, bestimmte Aspekte der Theologie der Befreiung mit Fragestellungen in Mitteleuropa in Verbindung zu bringen, zu diskutieren und von der Theologie der Befreiung eben auch hierzulande zu lernen. A, wie kann ich Theologie auf eine Art und Weise betreiben, dass sie eben tatsächlich den gesellschaftlichen, politischen Herausforderungen, die sich uns stellen, entgegenkommt? Und B, Rezeptionsprozesse, dass einzelne Theologen oder Theologinnen studiert werden und deren Ansätze jetzt konkret eben auf Fragestellungen in Europa übertragen werden. Auch das gibt es. Es ist ja eine schon alte Kritik eigentlich, die kommt bei Marx schon vor, dass die Kirche eigentlich die Menschen viel zu häufig einfach nur aufs Jenseits vertröstet und eigentlich im Hier und Jetzt wenig gegen Ungerechtigkeit unternimmt. Gerade die Theologie der Befreiung will da ja auch einen Gegenpol bieten. Haben Sie denn den Eindruck, dass durch diese Bewegung die Kirche auch insgesamt in solchen Fällen auch politischer geworden ist? In einer gewissen Weise schon. Wobei ich sagen würde, eine Kirche, die sich ganz stark aufs Jenseits richtet und das Diesseits vernachlässigt, die ist auch politisch in dem Sinne, dass sie die Menschen von der Politik abhält und dadurch eben für den Status quo eintritt. Also das, auch das lässt sich immer noch in Lateinamerika beobachten, dass gerade eben rechtpolitische Parteien, zum Beispiel in Brasilien, mit bestimmten Kreisen der katholischen Kirche sehr gut zurechtkommen, weil diese Kreise in der katholischen Kirche, also einzelne eben, immer noch sagen, ja, die Kirche muss sich aus der Politik raushalten und damit eben gleichzeitig trotzdem eben politisch ist. Also insofern wird die Kirche natürlich nicht politischer durch die Theologie der Befreiung, weil sie eben immer schon politisch ist. In einer anderen Hinsicht aber schon, weil die Aufmerksamkeit für die Probleme der Gegenwart eben auch theologisch geschärft ist. Also wenn jemand eben Hunger hat, krank ist, keine politischen Beteiligungschancen hat, dann ist es nicht nur einfach ein Problem dieser vergänglichen Welt, sondern dann ist es eine Herausforderung Gottes. Also dann wird hier dem Angesicht Gottes wird die Würde verweigert. Und insofern kann man das eben auch theologisch betrachten und deswegen hat es einen größeren Impact in der Kirche selbst, als dass man sich eben mit solchen politischen Fragen als einer spirituellen Herausforderung auseinandersetzen muss. Sagt Stefan Silber. Was meinen Sie? Können wir uns auch in Europa von der Befreiungstheologie inspirieren lassen oder brauchen wir ganz andere Konzepte? Schreiben Sie uns Ihre Meinung und gerne auch Anregungen, Themen, Vorschläge und Kritik, das alles bitte an aufgekreuzt@katholisch.de. Übrigens, alle Folgen unseres Podcasts, die finden Sie auf Spotify, iTunes und überall da, wo Sie sonst Ihre Podcasts hören. In der nächsten Folge ist dann an dieser Stelle Gabriele Höfling für Sie da und es geht um ein ganz fundamentales Thema des Christentums, die Erlösung. Das war's aber erstmal bis hierher von Aufgekreuzt. Tschüss, sagt Christoph Paul Hartmann.